Weiter vorne anfangen. Ich sage, ein Unternehmer muss einen Plan haben, wem sein Unternehmen wird weitergeben wird. Und zwar Jahrzehnte vorher, wenn das irgendwie geht. Also für mich gehört so eine Exit-Strategie eigentlich zu der Unternehmung dazu, wenn sie gegründet wird. Weil um 5 vor 12, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte mich jetzt vom Unternehmen verabschieden oder mich trennen, dann ist es meistens für mögliche Optionen schon zu spät. Also eigentlich muss man sich vorher überlegen, wann der Zeitpunkt ist und wem ich dann das Unternehmen übergeben will. Das kann sein, ich übergebe es meinem Sohn, es kann sein, ich höre einfach auf, es hat mich ernährt, ich stoppe, das ist auch eine Strategie. Aber wenn man die Strategie hat, das erfolgreich am Markt zu platzieren, muss man das vorher wissen, nicht in dem Moment, wo man sich für den Schritt entscheidet. Also ich finde es sehr wichtig, dass der Unternehmer sich mit seinen Vorstellungen und Wünschen intensiv mal auseinandersetzt. Also was will er überhaupt, was verfolgt er für prioritäre Ziele mit diesen Nachfolgeregelungen? Da tauchen die Fragen auf, was habe ich überhaupt für eine Verkaufspreisvorstellung? Gibt es Anforderungen an einen potenziellen Käufer? Oder wie soll das auf der Timeline ablaufen? Bis wann soll die Nachfolge geregelt sein? Das sind, glaube ich, die wichtigsten Fragen, die er sich zuerst damit auseinandersetzen muss. Das Loslassen ist eines der sehr zentralen Punkte in der Nachfolge. Und ich denke aber, dass es schwierig ist, ob man es verkauft oder ob man es familienintern löst. Das ist, denke ich, bei beiden Lösungen ist das ein großes Problem. Wichtig ist, dass man gut plant, dass man auch darüber spricht und dass man auch klar sagt, wann man aussteigen wird und wie. Sehr oft wird das vernachlässigt. Wir sehen das aber auch beim Kauf. Auch beim Kauf braucht es eine ganz klare Definition, wann der Inhaber wirklich weggeht. Wenn man familieninterne Lösungen erarbeiten, dann sollte man jemanden finden, der in der Familie intern Erfahrung hat, das zu meditieren. Wenn man extern eine Lösung sucht, dann sollte man einen erfahrenen Berater hinzuziehen, der weiss, wie der Verkaufsprozess läuft, wo einem durch die Hürden kann begleiten und wo einen klaren Nachweis auch erbringt, dass er schon verschiedene Transaktionen erfolgreich abgeschlossen hat. Der Unternehmer, der verkaufen will, muss sich so organisieren, dass er sein Unternehmen weiter mit voller Kraft führt und nicht abgelenkt ist durch den Verkaufsprozess. Den tut er am besten extern vergeben.
Wir gehen in der Regel so vor, dass wenn wir ein Firmenprofil erstellt haben und auch eine gewisse Idee haben von der Bewertung, dass wir nachher in unserem Netzwerk von rund 30 Partnern herangehen und entsprechend mal fragen, ob jemand bekannt ist, der interessant sein für das Unternehmen. Die Ansprache selber darf nie der Unternehmer machen, weil man sehr schnell halt dann auch ins Dorfgespräch hineinkommt, im Turmverein oder auch in anderen Gremien, wo man es nicht unbedingt will. Es sind gute Plattformen. Wenn man mal rein in die digitale Welt anschaut, heute ist es ja relativ einfach geworden. Man schreibt ein Profil, man adressiert die Leute. Es können natürlich verschiedene Wege sein, es können Direktansprachen sein, es kann über einen Berater sein, der das anonym für einen macht. Es kann sein, man geht aufs Internet auf eine Plattform und tut dort seine Such- oder auch also Kauf- oder Verkaufsinserat platzieren. Das hängt ein bisschen ab davon, was man eigentlich sucht, was man erreichen will. Aber da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Es ist noch schwierig, das einfach so auf einen Punkt zu bringen. Dass ich Nachfolgeregelung aus einer Perspektive zeigen will, wo man in der Regel nicht so viel darüber gehört, ist nämlich die aus der Käufersicht. Weil die ist anders, die ist sehr interessant oder vielleicht sogar noch interessanter. Wie wird ich als potenzieller Interessent an so eine Nachfolgeregelung hergehen? Da muss man wissen, ich weiß nicht, ob es im Raum Leute gibt, die eine Firma kaufen. Der Markt ist atomisiert. Jeder weiß auch etwas. Der Kollege, der Treuhänder, der Banker, der Textmanager, alle wissen etwas. Es weiß niemand alles. Und das ist extrem atomisiert. Dann ist er extrem verdeckt. Von diesen 75'000 Nachfolgeregelungen sind etwa, also das ist einfach Schätzung und eine Erfahrung, die ich habe, sind sicher 95% verdeckt. Zeitbedarf 1 bis 2 Jahre. Wenn Sie 1 bis 2 Jahre von einer Firma kaufen können, gehören Sie zu den Schnellstartern. Zu den absoluten Schnellstartern. Die Mittleren haben etwa 5 Jahre, die lang haben, über 10 Jahre. Als Käufer ist ja logisch, dass man irgendwo einen gewissen Branchenfokus hat oder irgendwie, sich irgendetwas auch vorstellt. Aber was wir beobachten, ist, dass die Käufer die setzen sich mal mit diesem Thema auseinander, schauen mal ein, zwei Firmen an und merken eigentlich durchs Prüfen von verschiedenen Dossiers, was ihnen eigentlich wichtig ist und wo sie den Fokus darauf legen. Einer von meinen Schwerpunkten, die ich hier Leute begleite, sind, ich tue mit denen ein Suchprofil erstellen, was könnte man kaufen, was möchtest du kaufen. Es gibt dort drei Arten von Käufern, die ich hier begleite. Die einen sind die strategischen Käufer. Dort versuche ich herauszufinden, was passt strategisch zu seiner Unternehmung, die er heute schon hat. Und dann gehen wir in den Markt raus. Bei der zweiten Gruppierung, das sind dann wirklich CEOs oder Manager, die heute in einer guten Stellung sind, die auch gewisses Geld haben, die möchten gerne eine Unternehmung kaufen. Und dort versuche ich denen zu erläutern, wo sie anfangen müssen. Weil die meisten haben nicht unbegrenzte Mengen von Geld zur Verfügung, also müssen sie bei sich selber anfangen. Und die dritte Gruppierung sind einfach reine Finanzinvestoren oder sind Family Office, die sehr viel Geld haben. Man möchte in die KMU investieren. Also wenn ich jetzt die Einzelpersonen annehme, das sind eigentlich die kompliziertesten. Weil die haben ein völlig falsches Bild, wenn es um einen Kaufprozess abgeht. Weil die sich sehr oftmals nur auf Zahlen sich fixieren oder auf Grösse, sagen, es muss so viel EBIT haben. Und das ist natürlich ganz der falsche Ansatz. Der Ansatz muss sein, dass sie von sich selber mal sagen, wer bin ich überhaupt? Was kann ich? Wie kann ich am Montag Morgen in dieser Firma einen effektiven Mehrwert reinbringen? Und aufgrund von dem können wir dann ein Suchprofil miteinander analysieren und aufbauen. Und das hat ganz einfache Elemente, zum Beispiel geografisch, wo ist das gelegen? Sagen, die Schweiz, ja, die Schweiz ist auch
Ticino, ist Genf, ist Lausanne. Also muss man mit denen so ganz simple Kreise herausfinden und sagen, das ist also ein Thema, wo passend ist. Und am Schluss, wie viel Geld hast du wirklich zur Verfügung? Weil alles fremd kapitalisieren ist auch nicht gut. Und was ist zum Beispiel dann effektiv, welcher Industriezweig würde zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, passend sein? Und dann haben wir eine Art Suchprofil und mit dem gehen wir raus. Das Ziel sollte sein, mit einem Satz können schlussendlich erklären, ich suche eine Unternehmung, Grosshandel in dem und dem Bereich, in dieser Grössenordnung, Punkt. Das ist so. Familieninterne Nachfolge ist eine komplexe Aufgabe. Ich kann die eine Tochter alles schenken und in der anderen nichts. Ich kann mir als Dritte in der Familie den Frieden erhalten. Das ist ein sehr breites Feld. Ich glaube, es gibt auch hier nicht das richtige Vorgehen. Es hat sich bewährt, dass man die Kinder nicht zu weit vom Unternehmen weghalten sollte. Also man sollte sie auch involvieren, ihnen doch so viele auch Freude dazu geben, dass sie sich eigentlich auch darin sehen könnten, diese Firma zu übernehmen. Also auch aufzuzeigen, wo sind Möglichkeiten, wie könnte ich mich in der Zukunft engagieren. Best Practice sagt aber auch, es ist wichtig, dass die Kinder, bevor sie ins Unternehmen kommen, dass sie sich auch Erfahrungen sammeln in anderen Unternehmen. Immer die zentrale Rolle ist der Verkaufspreis. Ist es wirklich der Käufer hat einfach oft eine andere Einstellung als der Verkäufer, weil er an die Zukunft denkt, also beide Parteien. Ich denke, familieintern spielt natürlich die erbrechtliche Regelung eine wahnsinnige Rolle. Das heisst, normalerweise würde es nur eine Person übernehmen. Das ist normalerweise so, aber normalerweise. Und dann müssen natürlich die anderen Geschwister die auszahlen, also müssen einen Erbverzicht machen. Also dort müssen wir bei der Beratung das ganze Erbrecht sehr, sehr genau anschauen, dass es dort keinen Konflikt gibt, wenn man mit einem externen Verkauf das Erbrecht keine Rolle spielt. Aber rein von den Verhandlungsoptionen, nein, ist eigentlich das Gleiche. Würde ich sagen, es zeigt sich alles vom Verkaufspreis und die zentrale Verkaufskomponente. Und ich denke, es braucht hier ein grosses Verständnis für viele Teile von dieser Nachfolge. Das ist die Familie, es ist das Unternehmen und es ist das Geld und das Kapital. Und alle diese Themen müssen eben auch angeschaut werden und es braucht sehr viele Kommunikation, es braucht immer ein Gespräch, auch innerhalb von der Familie, damit man überhaupt sich klar darüber werden kann, was man wie wann anpacken muss. Und was auch gefordert wird. Das ist von der Familie her. Im Unternehmen ist es natürlich so, das Unternehmen muss auch attraktiv sein und das Unternehmen muss zukunftsfähig sein. Gemacht. Ich lehre in jedem Fall wieder etwas Neues. Ich möchte ein konkretes Beispiel bringen. Wenn man eine Informatikfirma übernimmt, die eigene Software hat,
wird oftmals in diesen Firmen in einem Lohnaufwand aktiviert als Softwareentwicklungskosten. Das gibt nachher eigentlich einen sehr hohen Abschreibungsteil, also Cashflow, Gewinn und Abschreibungen zusammen. Aber wenn man nachher geht, die Firma analysiert und das nicht weiss, dann nachher hat man eigentlich Geld, das ausgegeben ist, rechnet man, dass man das für den Kaufpreis amortisieren kann. Und da meinte ich, da braucht es einen Profi. Dort ist ein bisschen der Unterschied, kommt der von der rechtlichen Seite, kommt der von der strategischen operativen Seite oder kommt der von der Steuerseite her. Ideal bei grösseren Firmen, denke ich, grösseren Firmenverkäufen, denke ich, muss man wirklich ein Spezialistenteam zusammensetzen. In KMUs kann ein Erfahrener oftmals viele Bereiche abdecken. Wichtig ist, dass man die finanziellen Aspekte mal anschaut, oder? Was ist die Vergangenheit, aber natürlich vor allem auch insbesondere die Zukunft dort betrachten. Die Vergangenheit ist gut, aber schlussendlich der Käufer interessiert in der Regel nur die Zukunft. Das, was mit der Unternehmung in Zukunft machbar ist. Und der Wert ist ziemlich sicher der treibende Faktor, der dann auch schlussendlich dann mit dem Preis dann korrelieren wird. Es gibt etwa 100 Formeln. Ich empfehle, nehmen Sie 5, nehmen den Durchschnitt und dann haben Sie auf etwa 10% genau den Unternehmenswert. Und die restlichen 10%, dort empfehle ich am Käufer und Verkäufer zusammen ein Bier zu trinken, einander in die Augen zu schauen und zu sagen, ja, wir trauen uns, und dann finden wir auch noch die letzten 10% auf die eine oder die andere Seite. Weil schlussendlich eine Unternehmensverwertung besteht immer gewisse Annahmen dahinter, gewisse Überlegungen, die subjektive Punkte darstellen können und natürlich dazu führt, dass unter Umständen die Werte natürlich automatisch voneinander dann, ausscheren. Oder? Und dann ist wichtig, dass man dann da gute Argumente hat. Ja, das ist immer eine große psychologische Frage. Ich stehe davon, es ist immer abhängig davon, wo man steht. Ist man Käufer oder Verkäufer? Für einen Unternehmer ist immer eine sehr schwierige Frage, einen Preis auf seinen Unternehmer zu tun, weil das ist ein ganzes Lebenswerk. So von dem her gibt es immer den rationellen Preis und noch dazu, was wir nennen, immer diese Sweat Equity. Wie viel hat er von seiner Persönlichkeit, von seiner eigenen Zeit in der Firma investiert? Und das ist auch etwas, das dazu kommt. Von unserer Seite her, weil wir institutionelle Investoren vertreten, müssen wir auf rationell eine Bewertung von der Firma irgendwo definieren. Aber wie man zu einer endgültigen Bewertung kommt, ist immer ein Hin und Her. Und schlussendlich gibt es eine faire, sagen wir, Bewertung, die für beide fair sein muss. Es kann nicht unausgeglichen sein. Ideal ist, wenn es viele Eigenmittel drin hat. Banken sagen standardmäßig heute ca. 50% Eigenmittel. Die Bank finanziert etwa 50%. Sie weichen aber hier stark ab. Jüngste Finanzierungen gesehen, wo die Banken mit 30% Eigenkapital gemacht haben, weil einfach die Ertragskraft und die Zukunftsperspektive der Firma sehr gut war. Wenn die Perspektive schlecht ist, wird die Bank sehr wahrscheinlich sich sogar zurückhalten, überhaupt eine Finanz. Also, die Erlebnisse, die wir haben, sind wenige Käufe, die einfach eine Firma kaufen können aus Barmitteln. Meistens braucht es eine Finanzierung. Und dort ist sehr entscheidend, wie die Finanzierungsunterlagen daherkommen. Im Sinn, sind die professionell aufbereitet, nachvollziehbar und plausibel. Bei der Finanzierung ist es so, an erster Stelle stehen logischerweise mal die Eigenmittel. Aber häufig, oder ich sage es mal, bei 80% der Transaktionen, die wir begleiten, ist immer eine Bank involviert. Und dort ist, glaube ich, sehr wichtig, wie man die Bank anspricht. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, durch die Firma, dass sie geben mir Geld oder nicht. Also man muss das hingehen und man muss den Case wirklich verkaufen können. Also man muss einen detaillierten Businessplan erklären, wie ich als Käufer die Firma übernehmen würde, wenn ich das nachher weiterverfolgen würde.
Also man muss die Bank dafür gewinnen können. Und nur der wichtige Punkt ist, dass man mit der richtigen Person von der Bank redet. Sprich, es gibt spezialisierte Abteilungen, die für die Akquisitionsfinanzierung zuständig sind. Und die verstehen auch, um was es geht. Also man kann nicht einfach zu einem Privatkundenberater gehen. Also ich glaube, das ist wichtig. Und was wir einfach sehen, es gibt auch Experten in diesem Bereich, und man kann beauftragen, die eben den Job für einen übernehmen. Und ich glaube, das ist sicher ein gangbarer Weg. Alternativfinanzierungsquellen sind sicher Bürgschaftsgenossenschaften, die da zum Teil Gelder sprechen, je nachdem, wo man PK, also Pensionskassengelder beziehen. Oder es gibt heute so die Peer-to-Peer-Landing-Plattformen, sprich Private geben private Geld. Das ist immer mehr am Kommen. Und ja, zu guter Letzt ist sicher auch noch das bekannte Vendor-Loan, sprich der Eigentümer, der vielleicht einen gewissen Teil vom Verkaufspreis als Darlehen lassen lässt. Ich bin Daniel Schwander von der BG Ost Süd. Das ist die Bürgschaftsgenossenschaft für KMUs. Wir unterstützen entwicklungsfähige Klein- und Mittelbetriebe mit der Querung von Bürgschaften, um die Aufnahme von Bankkrediten zu erleichtern. Eine Übernahmefinanzierung die findet im Regel über eine Bank statt. Häufig ist eine Bank zu einem grossen Teil mit daran beteiligt, aber natürlich auch mit Eigenmitteln, die man selber einbringen muss. Es kann aber auch Verkäufer Darlehen zum Beispiel stehen werden. Das gibt es auch sehr häufig. Dann kann eine Familie im Hintergrund stehen. Aber wir sind von der BG Ost sind wir, für diesen Teil eben da, um können den Teil abzudecken, wo eine Bank eben nicht mehr weitergeht. Und zum Beispiel häufig ist es so, dass zu wenig Eigenmittel vorhanden sind. Dann können wir dort einspringen oder dass eine Bank aus regulatorischer oder risikopolitischer Sicht nicht mehr weiter gehen will. Und dann kommen wir häufig auf den Plan und werden mit einbezogen. Wir können weitergehen, weil wir nicht so ein enges Regulatorienkonzept haben wie Banken. Sei es jetzt in risikopolitischer Sicht oder in regulatorischer Hinsicht. Bei uns muss der Business Case Sinn machen. Das ganze Engagement muss tragbar sein, aber bei uns ist nicht definiert, in welcher Art und Weise dass es tragbar sein muss. Und darum können wir häufig weitergehen. Das heisst, wir sind nicht dazu da, um einfach die Risiken zu übernehmen, die keiner will. Sondern wir sind dazu da, um etwas zu ermöglichen, wo unter Umständen alle anderen Finanzierungsmöglichkeiten erschöpft sind, wo wir dann eben unter Umständen können abbieten. Ja, wir arbeiten mit jeder Bank zusammen. Und in jeder Branche, genau. Mein Name ist Christian Waldvogel. Ich bin Managing Partner bei Renaissance. Und Renaissance ist eine Anlagestiftung, die vor 20 Jahren gegründet wurde, von Schweizer Pensionskasse exklusiv, um Schweizer KMU zu finanzieren. Das Modell ist ganz einfach eigentlich. Wir bekommen Geld von Schweizer Pensionskasse. Das ist ein Teil von unserer Arbeit, ist das Geld von Schweizer Pensionskasse zu sammeln. Und dann das Geld steht zur Verfügung, um dann Schweizer KMU zu finanzieren. So, unsere Arbeit ist eigentlich, eine Brücke zu etablieren zwischen Pensionskasse und Schweizer KMU, um dann Schweizer KMU zu finden, die typischerweise Nachfolgeregelung suchen. Wir sind dann systematisch bei Schweizer KMU beteiligt. Wir beteiligen uns mit Eigenkapital und dann spielen wir die Rolle von einem Investor. Es kann ein mehrheitlich Investor sein, es kann eine Minderheit sein. Es hängt davon,
wie die Situation bei der KMU ist. In gewisse Familien wollen sie eine Mehrheit verkaufen, in andere nur eine Minderheit. Und wir sind dann erstens mit Eigenkapital beteiligt, wie die Familienmitglieder. Und zweitens sind wir da systematisch auf dem Verwaltungsrat auch vertreten. So, wir betrachten uns als aktiv Mitglieder dann von der KMU. Ja, wir haben zwei Angebote. Eine ist wirklich diese klassische Private Equity, wo wir die Firma kaufen und wieder verkaufen müssen. Und über die Jahre sind wir zum Schluss gekommen, dass das Modell eigentlich gewisse Grenzen hat. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Produkte-Anlagegruppe lanciert, das heißt Renaissance Evergreen, wo wir dort die Beteiligung ohne Zeitlimite behalten können. Und das ist besser für die Unternehmer, weil wir dann eine gewisse viel mehr Stabilität über die Firma und langfristig dann die Firma entwickeln können. Aber auch für unsere Kunden, die Pensionskasse, die sind viel mehr daran interessiert, regelmäßige Rendite über Jahre lang zu bekommen, statt Firma zu kaufen und wieder zu verkaufen. Und von dem her ist dieses Produkt Renaissance Evergreen eigentlich bei Pensionskasse, aber auch bei Unternehmen sehr, sehr gut angekommen. Das sind zwei Sachen, die wir immer, sagen wir, systematisch, auf was wir sehr oft unsere Entscheidung basieren, ist einfach die Vergangenheit, die Performance, wie die Firma hat sich entwickelt über die Jahre in der Vergangenheit, besonders auch in Krisenzeit, das ist eine. Und zweitens, gleich so wichtig, wenn nicht wichtiger, wie das Management in der Vergangenheit, aber besonders wichtig, wer ist das Management, der dann die Firma übernehmen wird, wenn nach der Nachfolgeregelung. Der Preis ist immer ein großer Unterschied, wo man steht, ja? Ob man Käufer oder Verkäufer ist. Was wir machen immer ist probieren, mit der Käufer über verschiedene Runden dann zu einem fairen Preis zu kommen. Und dann muss einfach der Preis stimmen auf beide Seiten. Wenn es einen Nachgeschmack gibt auf irgendeine Seite oder andere, dann schafft man eigentlich Probleme für die Zukunft. Und deswegen muss man sich irgendwo auf einen Preis einigen, der einfach von beide Seiten als fair betrachtet wird.